Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute ist der 4. Juli. Das bedeutet, ich möchte dir sehr gerne eine Monatsbotschaft weitergeben. Diesmal etwas anders. Aber dazu wird dir gleich die geistige Welt mehr erzählen. Was ich dir jetzt schon vorweg sagen kann, ist, heute dürfen wir mit unserem Lichtfeld wirken. Wir selbst sind die Meister. Wir selbst sind der Schöpfer, Gott in Aktion. Und so darfst du heute deine Göttlichkeit erfahren, so darfst du heute mit deinem Schöpfungswerkzeug wirken. Denn das ist die energetische Sprache. Ich erlebe es in der Verbindung mit der geistigen Welt, dass sie nicht nur Informationen weitergibt, sondern viel mehr uns auffordert, in unser eigenes Wirken zu gehen, einzukehren, unseren energetischen Zustand wahrzunehmen und mit unseren Kräften zu wirken. Und so spricht heute Son schon mal zu uns. Und du wirst verstehen, dass jedes Wort eine Frequenz mit sich bringt, eine Schwingung, die dich in deinem Sein erreicht. Das ist damit gemeint mit der energetischen Sprache. Es werden Frequenzen während dem Video zu dir fließen und vielleicht spürst du es auch jetzt schon, eine Veränderung in deinem Energiesystem, wenn das Göttliche eintreten darf. Und so dass du nun in dich kehren und nun die Botschaft aus der geistigen Welt empfangen. So wird nun Sanjama zu uns sprechen. Wie immer habe ich mich auf dieses Video vorbereitet. Das bedeutet, ich habe gestern ein Trance-Schreiben gemacht und habe es nun hier vor mir. Ich werde es vorlesen. Gleichzeitig wird aber Sanjama auch mitwirken. Das bedeutet, er wird wahrscheinlich hier und da noch ergänzen, beziehungsweise spürst du auch seine Frequenz, du spürst die Frequenzen, die nun in dein Herzfeld fließen. Ja, und dieses Video ist etwas anders als sonst, denn wir werden heute aktiv mit unserer Schöpferkraft wirken. Und so bitte ich dich, du darfst dich nun entspannen und dich für die Botschaft, für die Lichtbotschaft von Sanjama öffnen. Gewiss schreitet ihr vorwärts, ihr geht stetig voran. Auch wenn die Zeit ihre Hürden mit sich bringt, so habt ihr doch eines verstanden. Ihr habt Vertrauen gefunden. Vertrauen in euer Selbst. Das Selbstvertrauen. Du hast gewisse Situationen erfahren und dabei erkannt dein wahres Sein, dein Schöpferpotenzial. Es war ein beständiger Weg der Innenschau und der Inspiration, denn auch in den tiefsten Tiefen hast du dein Licht gesehen. Und du hast erkannt, dass du mit gewissen Gaben dich inkarniert hast. Du vertraust nun deiner inneren Stimme, die stetig mit dir spricht. So hast du einen Weg erfahren, der bestimmt nicht einfach und doch die Energien der Bestimmung folgt. Ich möchte damit ausdrücken, dass die vergangenen Jahre für dich sogenannte Reifungsjahre waren. Du hast dich dabei kennengelernt. Du hast erfahren, wer und was du bist. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen. Heute lade ich dich ein, deine Schatzkammer zu begutachten. Denn du hast verborgene Schätze. Und diese gilt es zu erkennen. Du darfst also diese Schatzkammer heute öffnen und für dich ein energetisches Werkzeug wählen, welches dich in diesem Monat führen darf, begleiten darf.
Das kannst du übrigens jedes Monat vollziehen. Du hast nämlich eine energetische, emotionale Reife erreicht. Du hast dich erlöst von gewissen Dramen. Du hast dich erlöst von gewissen Schmerzpunkten. Und dies ermöglicht dir, mit deinen eigenen Schöpfungsinstrumenten zu wirken. Du bist nicht hier, um eine weitere Prophezeiung zu hören. Du bist auch nicht hier, um eine weitere Meinung zu erfahren. Du bist vielmehr hier und hast dieses Video gewählt, um dich an deine eigenen Schöpfungswerkzeuge zu erinnern. Du bist hier, um selbst dein energetisches Feld zu lesen. Und wenn du dich nun energetisch auf dieses Monat Juli einstimmst, was fühlst du? Welche Themen zeigen sich? Wir werden heute mit deinem inneren Lichtfeld arbeiten. Dazu möchte ich kurz die Funktion erläutern. Was genau kannst du dir unter diesem inneren Lichtfeld vorstellen und wie wirkt es? So, und jetzt gehen wir in den praktischen Teil über, nämlich Gott in Aktion. Das Göttliche darf nun durch dich wirken und du darfst nun aktiv mit deinem Lichtfeld arbeiten und mit deinem Lichtwerkzeug, mit deinem Schöpfungswerkzeug. Bei dem letzten Get Connected hat die geistige Welt auch angeleitet und mir diese sieben Lichtessenzen gegeben. Und jede Lichtessenz wirkt auf deinen energetischen Körper, beziehungsweise haben sie eine eigene Botschaft für dich, eine eigene Schwingungsfrequenz. Und wenn du da Interesse hast, kannst du dies auch bei meinem Shop erwerben und für dich durchgehen und mit dieser Lichtessenz wirken, arbeiten. Gut, meine Liebe, jetzt beginnen wir aber mit unserem Lichtfeld zu arbeiten. Und dazu bitte ich dich nun, dass du deinen Zeigefinger und Mittelfinger auf das Zentrum sozusagen von deinem Brustkorb legst, auf dein Brustbein und dich mit deiner Thymusdrüse verbindest, sowie mit deiner fünften Herzkammer. Du darfst dich nun mit deinem hohen Herzchakra verbinden, jetzt. Elonate Makutinare Santunahante. Eonate Makunte. Und in diesem Moment darfst du nun deine Anbindung, deine Rückverbindung zu deinem Selbst sowie zu deinem hohen Selbst, dein hohes Herz erfahren. Und vielleicht siehst du nun mit deinem geistigen Auge, wie sich nun eine Lichtverbindung aufbaut, ein Lichtkanal, der sich mit deinem dritten Auge und Kronenchakra jetzt verbindet. Wie ein Lichtstrahl steigt dieser Strahl nun aufwärts und über dein Kronenchakra weit hinauf, deine Lichtchakren, Sonnenchakren hinauf, bis in die göttliche Ebene. Und so fühlst du deine Anbindung und vielleicht spürst du auch, wie du hinaufgezogen, aufgerichtet wirst, so als hättest du da eine goldene Schnur, die dich ganz sanft aufrichtet. So fühle deine Präsenz, fühle dein Herz. Und beobachte nun, wie sich nun dein Lichtfeld ausbreitet jetzt. Dein energetisches Feld lichtet sich, breitet sich aus. Und so ist dieses Lichtfeld
ein Schnittpunkt, eine Zentralstelle, die dich mit den höheren Ebenen verbindet, mit deinem Schöpfungsplan, mit dem du dich übrigens hier inkarniert hast. So ist es auch ein Reset-Knopf. Du darfst dich nun mit deiner höchsten für dich vorgesehenen Zeitlinie, die goldene Zeitlinie, die goldkristalline Zeitlinie, jetzt verbinden. Spürst du eine Veränderung in dir? Dieser Reset-Knopf, den du jetzt selbst für dich gewählt, aktiviert hast, gibt dir auch die Möglichkeit, dich aus ungesunden Verhaltensweisen zu lösen. Es gibt die Information weiter, aus deinem hohen Selbst zu leben, beziehungsweise dein hohes Selbst informiert dich, was dir gut tut, was dich nährt. Und so darfst du dich von destruktiven Energien lösen. Und so bitte ich dich nun, du bist bereit, visualisiere dieses Schöpfungsinstrument, welches sich dir nun vor deinem geistigen Auge zeigt. Dieses Schöpfungsinstrument, vielleicht ist es eine Zahlenkombination, vielleicht ist es ein Krafttier, vielleicht ist es eine ganz besondere Farbe, die dir nun gut tut in deinem Leben, vielleicht ist es ein Symbol. So visualisiere es nun in deinem Lichtfeld und es darf sich weiten und so darf es, dieses Lichtsymbol, für dich wirken, vor allem in diesem Monat Juli. Und vielleicht spürst du deine eigene Kraft, deine Schöpferkraft, die nun in dir erwacht. Vielleicht fühlst du nun dein inneres Feuer, wie es nun kräftig für dich arbeitet. Vielleicht fühlst du deine inneren Elemente. Vielleicht fühlst du, wie alles in die göttliche Ordnung geführt wird, dein ganzes energetisches System. Und vielleicht fühlst du, wie auch deine Organe von diesem Lichtfeld sowie von diesem Schöpfungsinstrument berührt werden. Ante el antina. Und so fühlst du in dir deinen Einklang. Denn auch wenn es draußen stürmt und die Energien sich aufbäumen, fühlst du deinen Anker, dein Lichtfeld, deine Verbindung zu deinem hohen Herzen, dein hohes Selbst. Du bist im Lot, du in deinem Kraftfeld. Fühle deinen inneren Höhenflug, fühle, wie dein Inneres sich erhebt, wie du vielleicht sogar für einen Moment schwebst. Fühle, wie deine energetischen Flügel sich nun weiten. Fühle deine Seelenfreiheit. Und vielleicht fühlst du auch deinen Seelendiamant. Elunak ate kutanare santuna. Ewantima kunte e. Ewantima. Und so fühle den Sternenstaub, den du mitgebracht hast. Fühle deine Präsenz. Fühle deine Allmacht, die Allmacht in dir. Fühle die Allmächtigkeit, die durch dich wirkt. Fühle das Christusbewusstsein, welches du nun erfährst. Fühle die ewige Kraft. Und über dieses Lichtfeld, diese klare Anbindung in dir, über
dieses göttliche Wirken, welches du nun vollbringst, begibst du dich in höhere Ebenen, in eine höhere Bewusstseinsebene. Dein Sein begibt sich in eine höhere Schwingungsfrequenz. Und wenn du so möchtest, darfst du auch für einen Moment auskosten, aus der Endlichkeit auszutreten und in die Ewigkeit einzutauchen. Erinnere dich an dein ewiges Sein. Erinnere dich an deine Essenz. Ehuna Ante. Und das ist alles, was wir tun. Wir arbeiten mit unserer Seelenessenz. Wir arbeiten mit der Schöpfungsfrequenz. Und das darfst du tun. Nutze das in deinem Alltag. So erlebst du eine Anhebung und Aufrichtung in dir. Du begibst dich in deine Kraft. Du wirkst mit deinem würdevollen Herz. Spüre diese Kraft. Es ist vollbracht. Danke. Danke. Und dann darfst du dir in die Augen schauen und dich von deinem eigenen Licht berühren lassen. Schön, dass du da bist. Ja, und darum geht es auch, berührbar zu sein und seine eigene Lichtessenz zu erkennen. Ja, meine Lieben, der Monat Juli zeigt sich als intensiv und doch wirken wir mit unserer Lichtessenz. Und so können wir die Kräfte so lenken, dass wir genährt werden, dass wir gestärkt vorangehen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und für unser gemeinsames Wirken. Du kannst dir dieses Video gerne öfters anschauen, wenn du das Gefühl hast, den inneren Impuls verspürst, wieder diese Frequenz da tiefer einzutauchen. Meine Lieben, ich lade euch ein, am 14. Juli gibt es einen kostenlosen Informationsabend, wo ich über meinen Kurs berichte, The New Wave of Mediumship, das Medium der neuen Zeit. Dieser Kurs ist darauf ausgerichtet, auf deine Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinserweiterung. Wenn man mit der geistigen Welt arbeitet, ist es immer eine Erweiterung von unserem Sein, von unserem Bewusstsein. Und ja, so lade ich dich ein, mit diesem Kurs auf eine Reise zu gehen. Eine Reise mit der geistigen Welt, wo du dein geistiges Team näher kennenlernen darfst, dein hohes Selbst, wie du mit gewissen Sternenwesen auch dich verbindest. Ja, es gibt vieles. Wenn du da Interesse hast, dann sei dabei und du kannst dich sehr gerne anmelden für den Informationsabend. Und in Kombination mit diesem Kurs biete ich gemeinsam mit meiner lieben Kollegin und Freundin Anita Auer auch ein Live-Seminar an, direkt am Bodensee, wo wir eintauchen in den Lichtkörper und Frequenzschulung. Es ist ein Seminar der ganzheitlichen Heilung. Was bedeutet das? Wir werden aktiv, intensiv mit unserem Körper, mit unserem Energiekörper arbeiten, mit gewissen Techniken und auch Frequenzen, Schwingungsessenzen. Und wir werden uns mit unserem Sonnenchakren verbinden. Und es ist ein Intensivseminar, ein Wochenende, wo wir das wundervoll gestalten werden. Und ich freue mich riesig auf euch. Ich freue mich auf das Miteinander und all die Wunder, die wir erleben dürfen. Wenn du da Interesse hast, kannst du sehr gerne alles Weitere auf meiner Homepage finden, alle weiteren Informationen. Mentoringplätze sind auch wieder frei. Da kannst du dich auch sehr gerne jetzt anmelden, sowie auch Einzeltermine sind auch noch einige wenige frei.
Dann möchte ich erwähnen, Get Connected findet auch wieder statt nächste Woche. Findet zweimal im Monat, je nach Bedarf, statt. Wenn du Interesse hast, kannst du dich auch sehr gerne anmelden. Get Connected ist ein Abend mit der geistigen Welt und es finden sich Menschen, die ein gemeinsames Gruppenthema haben und zu diesem Gruppenthema spricht die geistige Welt. Wenn du da Interesse hast, findest du auch alles weitere unten verlinkt. Auf meiner Homepage kannst du dich informieren bzw. mir auch eine E-Mail schreiben. Und wenn du meinen kostenlosen Kanal abonnieren möchtest, bin ich dir auch sehr dankbar. Dabei unterstützt du mich und meine Sichtbarkeit, sowie freue ich mich auch, wenn du zu meinem Telegram-Kanal kommen möchtest. Da wirst du auch immer wieder informiert. Ich danke dir vielmals. All meine Liebe zu euch. Alles Liebe, Nicoline Maela.